Hallo liebe Freunde, und hier haben wir abermals den Knoblauchschwindling, den seitenstieligen Knoblauchschwindling, um genau zu sein. Das ist ein Pilz, der in Laubwäldern wächst, bevorzugt bei Buche. Und genau das haben wir hier auch, eine Buche. Dieser Pilz kommt stellenweise recht häufig vor und wie wir hier sehen können, wächst er hier überall verteilt. Hier zum Beispiel, und da sind auch noch weitere Exemplare. Diesen Pilz kann man getrocknet als Würzpilz verwenden. Allerdings sollte man mit ihm recht vorsichtig sein, denn in Mahlzeitmenge ist er giftig.